Gut gemacht mit Durchlaufen, kommen wir hier schnell hin. Nächster Bosskampf, ne? Genau da ist es. Habe ich eine andere stumpfe Waffe? Wenn mir das schon geraten wird, könnte man ja mal gucken. Aber nein, ich glaube nicht. Ich habe mein Schild, ist meine stumpfeste Waffe. Naja, okay, dann prügel mit deinem Humor auf den Stein ein. Viel Erfolg. Mal sehen, wer da Steingräber-Troll. Wer da zuerst kaputt geht. Ich habe aber die hier. Er hat sogar gewartet. Wie nett von ihm. Okay, die kriegen kaum Damage. Das ist schon mal ziemlich gut. Was? Oh no. Das ist actually ein Stein. Das ist nicht gut. Das ist so ein Stein, der auch noch keinerlei Bauchgefühl hat. Au. Weiß ich, ob meine Geisterqualle da die sinnvolle Option ist. Egal, Magie wäre eine gute Option gewesen. Glaube ich. Wie auch einfach immer den Home Run versucht. Der gute Boy. Okay, yes. Alter, die macht ja aber auch Damage mit der Zeit. 16 oder so. Das ist schon viel. Okay, wir konnten sein Äquivalent, was nicht Steintroll, sondern Normaltroll war, irgendwann finishen. Vielleicht können wir es mit dem auch. Das wäre actually. Nein! Ganz gut! Nein, da war das zweimal! War die Aussage meines Hauptcharakters. Und muss ich ihm zustimmen. Okay, hier können wir gut angreifen. Zumindest für den Anfang. Oh, au, au, au. Da tut ziemlich viel, das ist ziemlich böse weh. Der hat aber auch eine Range mit all seinen Angriffen. Ich meine, gefühlt das komplette Gebiet wird einfach zusammengeschlagen. Nicht schon, das Feuer hinter mir brennt. Wenn das Feuer in mir brennt, ist das Abenteuer. Okay, aber das Gute ist, dass die richtig viel Leben hat. Und das heißt, die hält einiges aus und kann für mich ein bisschen tanken, sagt er, als er zusammengeschlagen wird. Ich nehme an, der Steintroll kann nicht bluten, weil, naja, Stein. Wobei, er ist auch Troll. Jetzt roll doch, wenn ich sage rollen. Scheiße. Das heißt, auch meine stärkste Waffe neben meinem Humor wird hier leider nicht helfen. Ich weiß nicht, dass man Combo-Angriffe mit einem schweren Angriff machen kann. Das ist auch nice to know. So, jetzt nicht so aggressiv rangehen. Ansonsten werden wir gehomerunnt. Das kann ich auch. Ah, fuck, gerade nicht ab. Okay, ist der vergiftet? Der ist vergiftet. Der, die Qualle hat ihn vergiftet. Der kriegt dauerhaft Schaden. Oh mein Gott, Qualle OP. Ich muss einfach nur noch nicht getroffen werden. Der stirbt einfach. Er stirbt einfach. Ich muss hier was machen. Geht hin und macht, dass er stirbt. Ich weiß. Jawohl! Qualope! Humor macht das! Yes! Like a fucking boss! First try mit meinem Humor! Erst, ich hab's geschafft. Daher gut gemacht. Ja, das war ja einfach mal fucking easy. Ich hätte gerne ein paar GGs in die Chat. Goddammit! Outplayed habe ich den Motherfucker! Das war der erste Boss, den wir First Try gemacht haben. Just saying. War es First Try? Ja, weil ich ja vorher davor gestorben bin. Ha! Nice. Qualle OP. Jede Tier ist so. Ich habe kein erstes Verkommens mehr. Das sehe ich ein. GG Qualle. Qualle und ihr sammeln GG. Oh, fuck euch. Mann. Man kann doch auch. Ganz ehrlich, ich nehme das als Lob für mich. Und das nicht, weil ich deillusioniert bin oder deillusional bin. Nein, weil es einfach wahr ist. Wisst ihr, wieso das wahr ist? Weil ich kam auf die
geniale Idee, die Qualle zu beschwören. Jeder, der eine Tier-Tier-List kennt, würde sagen, oh, Qualle, warum denn nicht die Wölfe? Oder irgendwas anderes Sinnvolles wie den Magier. Na, die Qualle hat's gemacht. All hail die Qualle! Oh, mighty Qualle! Ich glaube, wir brauchen einen neuen Emote für Abonnenten, irgendwie die Qualle oder so. Vielleicht sollen wir eine King-Qualle irgendwie machen können. Ich kann mal versuchen, mich dran zu setzen. Die Qualle ist mein Freund in allen Situationen. Qualle OP. Qualle einfach nur OP. Qualle, Qualle, manche Strecke, das zum Zwecke Schmerze fließe und im reichen, vollem Schwalle zu dem Riese sich ergieße. Das war actually ziemlich nice gerimed. Okay.